Ja, hi, willkommen. Mein Name ist Daniel LP und ich begrüße euch zurück zu Let's Play Tales of Xillia 2. In der letzten Folge hatten wir eine spektakuläre Niederlage gegen den Xenabronk. Ich hasse es. Und ja, wir stehen jetzt hier vor diesem komischen Portal, was uns nochmal hier in der Welt von Shadow bringt. Und ja, ich zeige erstmal hier, was alles los ist. Wir fehlen nur dieser Verdammte. Der hat irgendwie, der war glaube ich am teuersten, ja. Also hat die höchste Belohnung gehabt, ja, verdammt. Kampf in der Dunkelheit. Ich könnte das hier machen, aber Geldprobleme habe ich nicht, deswegen weiß ich nicht. Ja, komm, ein, zwei oder so. Warte mal, ne, Kanan ist das. Verdammt, ich dachte, er wäre hier Dingens. Ja, wisst schon. Illusionäre Dunkelheit, genau, 9 Stück hier. So sehe ich aus. Folgendes, ich habe im Kolosseum mit jedem Charakter, ich sollte vielleicht mal die Datei öffnen, wo ich das alles verzeichnet habe. Einen Moment. Das könnte jetzt ein bisschen dauern, weil ich sehe mein Desktop gar nicht. Ja, okay, ich hab's. So, dann lesen wir mal, was ich gemacht habe. Ich habe im Kolosseum mit Ludgar und Leia gekämpft und musste dann gegen Wingull und Elise kämpfen. Dafür habe ich bekommen, das zeige ich mal, Padvent, der Beschwörer. Er wird im Kampf erlitten Schaden. Ja, die sind voll stark, aber tun, haben wahrscheinlich irgendwie den gleichen Effekt, nehme ich an, wie dieses Ding, ja, das habe ich da auch irgendwo, diese dunkle Kette oder wie auch immer das heißt. Dämonensiegel, ja. Verdaubt die Erfahrung hat gleichzeitig den erlittenen Schaden um das 2,5-fache, ja. Deswegen denke ich mal, das hat irgendwie genau den Effekt. Deswegen tue ich die mal lieber nicht ausrüsten. Aber jedenfalls. Danach habe ich mit Jude und Mila versucht und da musste ich gegen Nachtigall und Musei kämpfen, wogegen ich kläglich gescheitert bin. Weil die haben mich sowas von zerstört. Musei hat die ganze Zeit gezaubert und Nachtigall irgendwie stand nur daneben und hat irgendwie nichts Besonderes gemacht. Ich habe irgendwie nicht Musei zu fassen bekommen. Dann habe ich versucht mit Elvin und Roan und da haben wir gekämpft gegen Elise und Zhao. Habe ich auch verloren. Ich weiß gar nicht mehr, wie genau. Aber egal. Ludgar und Jude habe ich dann genommen. First is Wingull. Dann First is Wingull und Mila. Und da haben wir Vollsex der Goldene bekommen. Hier. Und wo? Was ist das? Ist das falsche vorgewiesen? Ach nee, ich habe für Jude eine Waffe bekommen, weil ich ja Jude dabei hatte. Ja, und jeder Charakter, der da mitgemacht hat, der hat dann so eine Waffe bekommen. Und ich habe immer Ludgar mitgenommen, weil irgendwie die Fähigkeit bewegliche Rüstung hat, was irgendwie dafür sorgt, dass ich nicht von irgendwelchen Angriffen hier aufgehalten werden kann, was richtig wichtig ist, vor allem in so einem Zweierkampf. So, dann habe ich mit Ludgar und Mila gemacht und gegen Wingull und Jude gekämpft. Da habe ich irgendwie gedacht, jeder hat irgendwie so einen festen Charakter, gegen den er kämpft. War aber nicht so, werdet ihr gleich sehen. Wo ist das Tier? Durando, die goldene Bestie. Oder Durando. Dann Ludgar und Elvin gegen Wingull und Roan. Da habe ich bekommen. Wo ist das? Was? Ich komme ja echt nicht mehr klar. Wie ist Hein, der Heuler? Ja, okay. Ich habe alle den gleichen Effekt mit den erhöhten Schaden und so und ich sehe auch die KP werden dadurch gesenkt. Was zum? Oder wenn die... Ja, wird durch die Waffe erhöht anscheinend. Okay. Ja, okay, steht ja KP Maximum. Dann habe ich mit Ludgar und Roan versucht. Da haben wir gegen Wingull und Mila gekämpft. Habe ich verloren. Dann habe ich Ludgar und Roan gegen Wingull und Elise kämpfen lassen müssen. Dann habe ich Melandretta, der Todbringer, bekommen. Wow. Das Metagross von Suishomaru ist eine Waffe. Wo ist das? Von wem war Roan, meine Güte. Ich will die ganzen Notizen alle direkt legen. Versiegelte Schicksal 2 übrigens. Der Todbringer. Dann habe ich mit Ludgar und Roan mit Ludgar und Musei versucht und da musste ich gegen Wingull und Jude kämpfen. Da habe ich Klammer der Erlösung bekommen. Zeigen wir mal Ding.
Dann habe ich mit Ludger und Gaius gegen Wingull und Leia gekämpft und habe Seelenrequiem bekommen. Hier. Okay. Habe ich diese Waffen auch schon mal irgendwann gezeigt? Boah, das sieht voll aus wie von Derbys. So. So, welches hatte ich jetzt vorher? Verdammt. Ich glaube das, ne? Jo. Ja, klar, das hatte ich. Weiß nicht, ich glaube, das war's, ne? Ich glaube, offscreen habe ich sonst nichts anderes gemacht. Die ganzen Elite-Monster ich versucht zu plätten. Ich meine, habe ich geplättet und an dem hängt es jetzt, verdammt, an dem Silabong. So, dann habe ich irgendwann mal, nachdem ich alle erledigt habe, in den Shops nochmal reingeguckt und da habe ich irgendwie meinen Augen nicht getraut. Was für geile Sachen ich hier auf einmal herstellen kann. Naturgewalt und sowas alles. Die sahen jetzt nicht so schön aus. Habe ich mir gedacht, ja, gucken wir mal, was brauchst du dafür? Horn des Einhorns und all sowas. Psychoring, was weiß ich. Ja, schon richtig große Voraussetzungen. Und dann habe ich hier aber gesehen, wiederhergestellt Phantasia, ja super. Das heißt, um diese hier herzustellen, muss ich die alle herstellen übrigens. Nur ganz nebenbei. Das heißt, um diese Kackwaffen hier herzustellen, muss ich die ultimative, also die versiegelte Version davon haben. Ich muss einmal hierfür alle Sachen haben und hierfür und was auch immer, welche andere noch da angezeigt war und da habe ich irgendwie Kotzen bekommen. Ey, da bist du so eine Verarschung. Ritter Wiedergeburt, ey. Das sind zwar geile Waffen und die Werte sind auch hoch, aber ob es das wert ist, ich glaube, die werden wir nie zu Gesicht bekommen. Nicht mal eine einzige. Ja, allein tödliches Schwert. Und allein brauche ich ihn dafür schon. Ja, Wassergelee und mystisches Symbol. Ja, super, die kann ich ja einfach so aus der Tasche ziehen. So, dann haben wir noch mehr Sachen hier. Ich habe noch Helm und also was hier, die kann ich auch noch erstellen. Für jeden Charakter gibt es jetzt irgendwie eine ultimative Rüstung und so. Weil ich sehe bei meinen ich sehe bei einigen Ausrüstungsteilen ja nur einige Charaktere, aber die sind irgendwie machbarer, habe ich so das Gefühl. Was war nicht, wo ich ein Horn des Einhorns herbekommen soll. Ich hoffe, ich kriege es irgendwie in dieser Schattendimension, aber naja, gucken wir mal. Ja, das wird lustig. Was haben wir hier noch? Diese ganzen Märtyrer-Dinger hier. Die sehen auch nicht schlecht aus, aber brauche ich auch wieder richtig dicke Sachen. Also ja, das wird ein Spaß, werde ich nie im Leben zusammenkommen, habe ich so das Gefühl. Na gut. Ich weiß auch übrigens jetzt, wir gehen jetzt übrigens hier mal rein, wie ich noch mal zeig mir den Bildschirm, danke. Ich weiß jetzt, was ich falsch gemacht habe beim letzten Mal. Das haben wir ja schon gesehen, also springen wir mal. Und zwar war folgendes, ich habe irgendwie so eine Plattform übersehen. Muses Vermutung hatten wir schon. Ich glaube ja, ne? This place is beyond comprehension. Who would have made this and why? I wouldn't know about the reasons why, but I have a pretty... Ach ja, hier bekommen wir mit, dass Shadow derjenige war, der das war. So, muss mir jetzt hier wieder eine Gruppe aussuchen, mit der ich da reingehe. Ich habe mal irgendwie so einen Testlauf gemacht bis zum allerersten Boss und ich habe keine Ahnung, wer der erste Boss war, gegen den ich gekämpft habe, weil ich habe einfach nur gesehen, oh, da kommt irgendwas, habe ich direkt gemacht und ja, da war ich weg. Also keine Ahnung, aber irgendwie nach zwei oder drei Ebenen kommt schon der erste Boss, also ja, da wird lustig. Vor allem, da ich bei einigen Gegnern immer noch hier so 1-2 KP oder so abziehe. Manchmal. So, ich werde... So, hier muss ich mal aufpassen. Die Stärke meiner Freundschaft wird nur noch auf die Probe gestellt. Ja. Achso, nee. Aber danach mit irgendwas. So, Elise kommt auf jeden Fall mit. Wen noch? Nehmen wir... Jude. Nehmen wir... Gaius. Und nehmen wir Elise. So, inmitten von Illusionen Schatten geht hinfort und sucht das Licht. Solltet die Aufgabe annehmen und erfolgreich sein, werdet eure Mühen gebührend belohnt. Eure Aufgabe lautet, berührt als erster eines der drei schwebenden Lichter. Berührt als zweites alle drei schwebenden Lichter. Eines der drei schwebenden Lichter. Berührt als zweites alle drei schwebenden Lichter. Berührt als drittes Lichter in der folgenden Reihenfolge. Laterne, Kerze, Fackel. Laterne, Kerze, Fackel. Laterne, Kerze, Fackel. Laterne, Kerze, Fackel. Laterne, Kerze, Fackel.
LKF. So, ich werde mal erstmal hier ein paar Laterne packen. Alles ignorieren gekonnt und die Schatzsumme jetzt auch mal durchsuchen, weil wer weiß, was da drin ist. Waldbrand, okay. Sehr gut. Stimmt, haben wir, glaube ich, auch schon mal bekommen. Dunkler Riss aus. Ja, super. Aus den Kämpfen, da können wir ja nicht flüchten. Das heißt, es wird noch lustiger. Warte jetzt auf der Abyss-Musik. Wir sind ja jetzt Level 117. Das heißt, die müssten wir jetzt wegkommen wie nix. Ja, irgendwie schon. Das ist auf jeden Fall sehr gut. Ach, verdammt. Ja, und da sehe ich wieder nur Einsen aufploppen. Und hier auch, was? Keine Ahnung, wo durch diese Eisen kommen. Wahrscheinlich, wenn irgendjemand auch nur eine einzige Resistent hat, dann wird das zu 1, also einen Schadenspunkt. Aber mal gucken. Ich glaube, ich bekomme ja auch einige Sachen, die ich für Rüstung und so was brauche, für die ultimativen Dinger. Deswegen. Boah, nein, ich bin wieder in irgendeinen reingelaufen. So. Ja, du bist resistent, warte mal. Du bist resistent. Okay, du bekommst auch trotzdem Schaden. Das ist alles Wesen des Schatten, also müsst ihr doch alles irgendwie. Wow, da war. Einfach gut. Ich habe irgendwie so für die letzten Parts, wenn wir nur hier verbringen. Na, mal gucken. Von Horn eines Einhorns für eine Mission. Eine wichtigere. Habe ich einen Jägermonokel ausgerüstet? Warte mal, ich habe glaube ich noch mit einem Charakter voll den Mist ausgerüstet. Jägermonokel, seltene Stiefel, Elementar. Ja, Elementar, da wollte ich nicht bei ihm haben. Oh, keine Ahnung. Gehen wir ihn hier. Oder? Nee, keine Ahnung. Krieger Emblem. Ach so, okay. Muss schon sagen, was ist denn der Unterschied? Ja, mach mal das. So, Laterne, Kerze, Fackel. Laterne, Kerze, Fackel. Na, was ist jetzt hier eine Laterne? Was ist eine Kerze? Was ist eine Fackel? Das ist eine Laterne. Ich muss sie auch nicht jetzt schon aufsammeln, oder? Weiß ja nicht. Ne, ich habe eine Glocke oder so bekommen, als ich das letzte Mal gemacht habe, ne? Da, das ist eine. Das sieht aus wie eine Fackel. Ah, gucken wir mal. Ja, das ist eine Fackel. Da fackel ich doch nicht lange. Haha. Okay. Weiß nicht. Ich möchte das gerne mal haben. Ich muss noch lernen, wie das hier abgeht. Ich weiß auch übrigens, wo mein Fehler war, wollte ich ja auch vorhin sagen. Ich habe mich irgendwie blöd angestellt, um das kurz zu fassen. Also man konnte, als ich mich irgendwie mal hier umgeschaut habe und wieder an der gleichen Stelle war, habe ich gemerkt, dass man, dass es da, ja, ich werde halt irgendwie, ich kann halt irgendwie jetzt nicht so erklären, ich sag da, wenn wir da sind. Ich finde ja keine Kerze. Ja, okay, dann gehen wir glaube ich weiter. Da kam ich. Da eine. Nö. So, ich bin hier durchgegangen, glaube ich. Ja, gehen wir einfach. Ich habe keine Ahnung, was das zu bedeuten hat. So, sobald die drei aufsteigenden Lichter durchquert wurden, wird sich der nächste Tür, wird sich die nächste Tür öffnen. Das heißt, wir müssen eigentlich hier, da, wir müssen nur das hier und zwei andere Lichter aktivieren. So, und hier ist das, was mich verwundert hat, was ich nicht gemerkt habe. Gucken wir mal. Ja, von hier sieht man das nicht, aber gehen wir mal weiter hoch. Erstmal ganz nach oben, gucken da. Weiter. Da bin ich hier. Nein, hier bin ich nicht sicher. Da ist so ein Typ, der mich verfolgt. Nein, geh weg. Und du auch. So, da oben ist das erste Ding.
Geh weg. So, eins durchquert. So, was mir jetzt aufgefallen ist. Das sind mehr als nur zwei Dinger, glaube ich. Weil da ist das höchste Ding. Ich meine, ich bin mal, als ich das erste Mal hier war, immer weiter nach oben gegangen, aber irgendwie nicht das Licht erreicht. Jetzt, boah, springen wir mal darunter. Ist das nächste Licht? Oder ist das genau gleich? Ich weiß nicht. Keine Ahnung, irgendwie war ich blind beim letzten Mal. Das, aber nee, es gibt zwei blaue Lichter, genau. Weil hier endet das blaue Licht und da hinten ist wieder der höchste Punkt, aber wir sind nicht irgendwie auf den gleichen Dingern. Deswegen muss ich irgendwie noch einen runter. Und noch einen runter. Dann das Licht deaktivieren und dann werden wir ja hoffentlich rauskommen. Hoffe ich. So, Kerze. Bams. Ja, damit. So, und danach kam, glaube ich, irgendwie ein Boss. Keine Ahnung, was für einer, aber es kam einer. Die Dinger kann man übrigens jetzt auch kaufen in Round, habe ich gemerkt. Was richtig gut ist. Was wollte ich nachgucken? Hier, Dingens. Der Speicher, ja, der Schwierigkeitsgrad ist noch schwer. Na gut, dann gehen wir weiter. Natürlich muss ich noch irgendwo anders hin, verdammt. Wo ist er da? So, jetzt, wenn man weiß, was zu tun ist und nicht blind ist, dann ist es nicht so schwer. Habe ich festgestellt. Ich habe eine alte Glocke bekommen. Ich nehme an, wenn ich hier diese Kerzen und also was aufsammle, dann bekomme ich immer diese Glocken. So, bisher habe ich gespielt und nicht weiter. Obwohl, ich habe... Ja, okay. Ich habe ungefähr bis hier gespielt und dann nicht mehr weiter. Und jetzt ist wieder blind. Alles komplett. Da ist Julius, was? Okay. Julius Schatten. Und der sieht nicht sehr stark aus. Was? Bestimmt nur so ein Snack für zwischendurch, ne? Mann. Wie viel Angriffskraft hat der? Also für so wenig HP. Warte mal, wie viel? Okay, der hat nicht so eine hohe Verteidigung. Er kann nicht so stark sein wie die Elite-Monster. Ich habe bestimmt schon am schlimmsten hinter mir. Aber ja. Epic Center wird dich richten. Kann immer jemand runterlassen? Danke. Ich erwarte hier nicht so schwere Kämpfe, bitte. Ich will mich auch ein bisschen entspannen. So ausgerechnet jetzt ein Ding sein, ne? Warst du noch ein Ding? Nein. Doch. Verdammter Dreck! Hilfe! Boah, Gaius, muss das sein? Warum ziehst du ein ab? Oh, Schwäche gegen Schwert. Sie geht ja immer noch auf mich los? Nein. Wechseln wir mal zu Gaius. Zwei Schwerter sind besser als eins. Wieso kriegen wir noch so für Schnauze von dem? Ich krieg das nicht. Verstehe das nicht. Meine Rest der Gegner auch so stark sind, ne? Warum eins? Das ist ja nicht mein Chromatus ein, hallo? So. Vor allem wie viel hat... Der hat 400... Wollte schon sagen. Er hat noch nicht... Er hat 472, ich habe 42 irgendwie so gelesen. Muss schon sagen, die müssen doch schon längst weg sein. Oh, ist vergiftet. Boah. Nein. Oh, geil. Oh nein. Geh weg. Nein, nein, er trifft mich. Warum sagt er dang it? Da verhöre ich mich da. Warum zieht er nur einen ab manchmal? Hilfe. Ja,
Warte, ich wollte dich treten. Ich noch nie jemanden zuvor getreten habe. So, der ist weg. Ich möchte aber eine geile Belohnung haben. Alte Glocke und Silberwürfel, super. Einfach eine alte Uhr von dem. Oder eine kaputte Uhr. Okay. Was, ich konnte jetzt direkt noch was? Nee, ne? Kann ich jetzt nach draußen gehen? Na gut, dann würde ich aber sagen, ich mache hier den ersten Schnitt und wir sehen uns dann in der nächsten Folge von Let's Play Tales of Xillia 2. Ich bedanke mich alle herzlich fürs Zuschauen und sage Tschüss, bis zur nächsten Folge.